Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 und jetzt endlich wieder mit. Der Sailor Cat, hallo. Ja, beim letzten Mal haben wir alle Chocobo-Karten ausgegraben und dabei einen Haufen geiler Items gefunden, die uns noch sehr viel nützen werden. Im nächsten Dungeon nur leider gar nicht. Ja, gut. Storytechnisch. Was ist storytechnisch? Also was ist das letzte Mal passiert, als wir mit der Story weitergemacht haben? Oh, das ist übrigens Alexandria. Sieht nicht mehr so schön aus wie früher. Nee. Eieiei. Hat ein bisschen gerumst. Und das ist der verwunschene Wald. Naja, storytechnisch haben wir ich will mal Kuya sagen. Kujas Versteck ausgeräumt, haben Eko befreit, sind zum Vulkan Guruk, haben eine Bestia-Extraktion bei Eko verhindert. Ah, stimmt ja. Und Mogo ist tot. Genau, Mogo ist tot. Dafür haben wir Madhin oder Maduin. Die Übersetzung, also den gibt es in mehreren Spielen, ist sich nicht ganz einig, wie das zu übersetzen ist. Manchmal heißt er Maduin, hier heißt er Madhin, aber naja. Was haben wir noch gemacht? Uns wurde ein Luftschiff gebaut, genau, ich wollte zum Luftschiff. Und wir haben Luftschiff! die Frau von Sid geholt. Genau, und Cid ist wieder ein Mensch und hat uns ein Luftschiff gebaut. Ja, da ist ziemlich viel passiert. Und Lilly kann wieder sprechen. Ach ja, stimmt. Mein Gott, ich weiß noch genau, die letzte Folge, wo ich dabei war, die war so ultra lang, ne? Ja, das stimmt, da war was. Kann sein. Ja, da wollten wir, dass endlich mal die Story aufhört, da wir aufhören wollten, aber es ist ewig weitergegangen. So, bevor wir uns jetzt auf den Weg zur alten Hochburg Ibsen machen, wo sich der Schlüssel nach Terra verstecken soll, rüste ich aus irgendeinem Grund die schwächsten Waffen für alle Gruppenmitglieder aus. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was es damit auf sich hat. Ja, vor allem ist das eine Mechanik, die ich bis heute nicht ganz verstehe. Ja, Kuja hat Hilda vollgelabert. Ich frage mich ja echt, wie das so abgelaufen ist. Hat er da in ihr in seinem komischen Zimmer gehockt und so Sheldon-mäßig geredet und sie sitzt da und kaut irgendwie auf ihrer Unterlippe rum und denkt, boah, halt doch endlich die Fresse. Ja, du kennst das ja. Der Bösewicht verrät dir einfach seinen ganzen Plan und sonst was. Ja, wenn ihm einfach langweilig ist. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, also es ist nicht so, aber bei Kuja kann man sich sogar vorstellen, die ganze Story entspinnt sich nur und ausschließlich, weil ihm langweilig ist. Ja, das kann sein. Jedenfalls hat er irgendwas von einem Planeten Terra gefaselt und hier soll der Schlüssel nach Terra sein. Ist das die alte Hochburg, von der Hilda sprach? Naja, jetzt sehe ich, dass die so ein bisschen andersrum ist, beziehungsweise eigentlich sieht sie gar nicht andersrum aus, sondern gespiegelt. Ja, das trifft auch etwas mehr also gespiegelt würde wahrscheinlich auch etwas mehr das Thema dieses Schlosses treffen als auf dem Kopf. Wobei auf dem Kopf auch nicht ganz verkehrt ist. Ich denke mal, sie reden hier davon, dass sie auf dem Kopf steht, weil man dann etwas schneller die Mechanik begreift, die da drin wirkt. Okay. Sieht irgendwie komisch aus, dieses Schloss. Fast so, als würde es auf dem Kopf stehen. Also, drei kommen mit mir ins Schloss und der Rest wartet hier. Abgemacht, es müssen drei sein, weil in dieser Welt gibt es nur Vierergruppen. Ja. Hey, Sedan. Mahagon-Theme. Was liegt an, Mahagon? Deine Sichtweise der Dinge leuchtet mir nicht ein. Immer handelst du im Einklang mit anderen. Ich habe mich stets allein durchgeschlagen und kann darin auch keinen Nachteil erkennen. Ich beobachte dich nun seit einiger Zeit, aber den Sinn deiner Handlungsweise erkenne ich nicht. Was willst du damit sagen? Ich möchte herausfinden, wer von uns beiden recht hat, wessen Sicht und Handlungsweise die bessere ist. Mir fällt gerade auf, dass Mahagon ultra lange Arme hat. Ja, stimmt irgendwie. Wie viele Leute kennt ihr, die sich die Schuhe binden können, ohne sich zu bücken?
Wow. Ja, so soll sich der Schlüssel befinden, um das Siegel zu brechen. Jep, soll er. Dann lass uns ein kleines Wettrennen machen. Wer ihn zuerst findet, versteht sich von selbst, dass ich allein gehe. Mahagon, was bezweckst du mit diesem Schwachsinn, Kerl? Halt dich da raus, Alter. Aber... ganz schön verzwickte Lage. Was meinst du, gehen lassen oder nicht gehen lassen? So... ja, lass ihn halt mal machen. Meinetwegen. Ich weiß zwar nicht genau, was du damit bezweckst, aber wenn du es unbedingt so haben willst, na schön. Sieh mal einer an. Du bist ja doch nicht so auf den Kopf gefallen. Also ich bin dann mal so frei. Können wir ihn einfach so gehen lassen, Sidan? Müssen wir wohl, wenn er die Sache so durchziehen will. Na, dann wollen wir uns aber auch auf den Weg machen. Oder wollt ihr euch wirklich vor gegenüber Mahagon die Blöße geben? Das ist nicht das, was da stand, aber es trifft den Sinn. Wie viele Goldnadeln haben wir? Genug, okay. Ja. Jetzt kommt gleich erstmal eines der coolsten Dungeon-Themes. Das ist die Weltkarte. Ja, beziehungsweise halt das Main-Theme, oder? Ja, es ist Place Call Home. Also es ist ein Remix von Place Call Home. Ich glaube, alle Orte, die irgendwas mit Terra zu tun haben, haben diese Musik, also oder ein Remix davon. Okay. Übrigens, auch kann ich auch schon mal sagen, alle Orte, die was mit Terra zu tun haben, haben blaue Kisten. Okay. Aquarius erhalten, das ist eine Stellatio. Dolch erhalten. Oh, wir finden die schwächsten Waffen für Sidan. Na sowas. Und erster Kampf. Ja. Ich werde Kämpfe möglichst meiden hier drin, weil ich hasse das. Aber es ist irgendwie so, dass die ganzen Kampfwerte umgedreht sind. Das heißt, die schwächsten Waffen machen den meisten Schaden und die schwächsten Kämpfer machen den meisten Schaden. Das heißt, wir sind gut beraten, wenn wir mit Vivi zuhauen. Okay, krass. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ja, aber es ist auch irgendwie nicht ganz so einfach. Also ich verstehe die Mechanik nicht so ganz. Weil, naja, der Level spielt trotzdem noch irgendwie eine Rolle. So, aber erstmal ist das da ein Monster aus Stein. Und Monster aus Stein fressen sofort die Goldnadel. Bio ist für mich ab. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, einfach mal googeln. Bio ist für mich abfallen. Das Interessante ist, die Räuberseele macht fixen Schaden und funktioniert hier auch. Das ist schon mal gut. Und das ist auch die Art, wie wir hier quasi alle Kämpfe bestreiten werden. Räuberseele bis zum geht nicht mehr. Oh ja, und es regnet Erfahrungspunkte, weil wir völlig unterlevelt sind. Oh. Und das wollen wir eigentlich auch beibehalten und ich habe echt keinen Bock auf die Kämpfe hier drin, deswegen schalte ich sie jetzt ab. Nein, das war Zufallskämpfer aus. Es macht wirklich keinen Spaß hier zu kämpfen. Ich wollte die Mechanik einmal zeigen und ich glaube, ohne Zufallskämpfe sind wir besser dran, oder? Ja, finde ich gut. Hogshop mit Waffen. Ja, ich pausiere hier mal kurz und check mal, ob wir noch irgendwas brauchen. So, es gab noch ein paar Sachen zu kaufen. Haben wir fertig. Müsst ihr nicht sehen, aber wir haben komplettiert. So, weiter geht's. Da ist eine Kiste. Wir hatten schon mal einen Ort, wo die Kisten blau waren, ne? Ja, Oiver hatte blaue Kisten und... ach nein, ich verkneif's mir. Na gut. Wer es ernst meint, kann einfach sich das Let's Play nochmal angucken. Ich habe nämlich damals schon auf die blauen Kisten hingewiesen.
erinnere mich noch dunkel, aber ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt das war. Okay. Oder was für ein Ort generell. Hier sieht es jetzt wirklich endgültig auch umgedreht aus. Achso, ich habe gar nicht... Ah, ich gehe nochmal zurück, weil am Eingang wird einem erklärt, wie dieser Dungeon funktioniert. Da gibt es so ein kryptisches Rätsel. Nein, kletter wieder hoch, du Torfkopf. Aber ja, jetzt habe ich auch gesehen, dass es umgedreht war. So, Tür. Wenn du auf das setzt, was du weißt und gelernt hast, wirst du scheitern. An diesem Ort hier kehrt sich alles um. Groß wird zu klein, stark wird zu schwach und Himmel wird zu Erde. Ich glaube, das beinhaltet unter anderem, dass die Elemente umgedreht sind. Okay. Was jetzt bedeutet, dass Feuer jetzt, glaube ich, Eisschaden verursacht, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich schaue mich in diesem Schloss immer gerne um. Hier gibt es nämlich ein paar echt coole Sachen abzugreifen. Das ist auch der Grund, warum ich die Zufallskämpfe abgeschaltet habe, damit ich mich in Ruhe umschauen kann. Es gibt zwar ein paar interessante Gegner hier, aber ich glaube, für die Zufallskämpfe hat sich noch nie einer wirklich interessiert. Ich glaube auch nicht. Also, ja, ich finde es auch besser, wenn die einfach aus sind. Ja, überall werde ich das nicht machen, aber wenn die Zufallskämpfe so nervig sind wie hier, dann mache ich es halt mal. Route erhalten. Ja, okay, das sind die... Hier gibt es halt nochmal, ist interessant für die Schmiede übrigens, hier gibt es quasi nochmal die ganzen Starterwaffen, die man teilweise nicht mehr kaufen kann. Also hat man hier dann nochmal eine Gelegenheit, ein Exemplar dafür zu kriegen, davon zu kriegen. Hallo, ist das eine Tür? Kann ich da rein? Nee. Okay, es gibt einen wertvollen Gegenstand hier, aber ich glaube, der ist woanders. Okay. Das heißt, können wir das jetzt schon machen oder müssen wir dafür erst einmal abgeschlossen haben? Irgendwas stimmt hier nicht. Untersuchen. Dagegen drücken. Dagegen schlagen. Mal in Ruhe nachdenken. Nee. Nochmal untersuchen. Dagegen schlagen. Dagegen drücken. Verdammt. Mal ganz andere Seiten aufziehen. Also muss man da quasi alles zweimal machen. Nee, ich weiß auch nicht genau. Ich hatte jetzt nicht die perfekte Lösung im Kopf. Ich glaube, man muss zweimal schieben oder so. Ich brauche erstmal eine Pause. Ah, was ist denn jetzt los? Das ist wahrscheinlich der älteste Witz der Welt. Ja. Barett erhalten. Deswegen sind wir nicht hier. Und ich glaube, diese Tür geht erst auf, wenn ich einen Boss besiegt habe. Okay. Okay, Storytime. Aufzug. Oh, das sieht wichtig aus. Mhm. Tja, besser spät als gar nicht. Aber der Sieg geht trotzdem an mich. Wie ich vermutet habe, die anderen sind dir nur ein Klotz am Bein. So hättest du gegen mich natürlich nie eine Chance, Zidane. Und, hast du den Schlüssel gefunden oder nicht? Ich denke, diese Wand da ist der Schlüssel.
bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Aber was kümmert mich das? Was meinst du jetzt schon wieder? Jetzt, wo ich weiß, dass mein Weg der richtige ist, habe ich keinen Grund mehr, dir zu folgen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, stehen wir uns vielleicht im Kampf gegenüber. Bis die Tage. Wow, was für ein Herzchen. Was für ein egoistischer Kerl! Zeigt also endlich sein wahres Gesicht! Aber es ist sein Leben, oder? Wenn er damit zufrieden ist, na dann soll er doch. Wir sollten uns beeilen. Oh, das sieht aus wie eine Weltkarte, würde ich sagen. Aber hallo! Da steht ja was geschrieben. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde beschützt. Spiegel der Erden erhalten. Aber hallo! Und hier steht ja auch was. Meine Kraft wird von einem brodelnden Krater hoch oben auf einem Berg beschützt. Spiegel der Feuer erhalten. Aber hallo! Hier auch! Meine Kraft ist umgeben von Landmassen und wird von den Tiefen des Wassers beschützt. Spiegel der Wässer erhalten. Michiro wird bald kommen und uns aufspüren. Ja, stimmt. Wir haben den Deep Aqua Mirror. Aber hallo und Überraschung, Überraschung. Na klar, hier auch. Meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm beschützt. Spiegel der Winde erhalten. Kein Spaßschwert. Wir sind ja das Space Sword. Okay, wir haben, was wir wollten. Keinen Grund, also hier noch länger rumzuhängen. Wie die anderen auch irgendwie nix sagen. Ja, schon, die stehen da die ganze Zeit und gucken sich so das Drama mit Mahagon an. Wahrscheinlich, weil man die Gruppenmitglieder frei wählen kann. Ja, wahrscheinlich. Waren das wieder diese Schriftzeichen, die nur du lesen kannst, Zidane? Ja, genau, dieselben merkwürdigen Schriftzeichen wie in Oiver. Aber ich glaube, Hilda hatte recht. Diese Teile an der Wand sind ganz bestimmt der Schlüssel, um das Siegel zu brechen. Ich weiß das, weil... Ja, keine Ahnung. Egal, das können wir alles draußen austüfteln. Jetzt erstmal schnell wieder an die frische Luft. Aus dem Höllenschloss würde ich auch schnell raus wollen. Das ist gruselig. Setz die Spiegel wieder ein! Okay. Wer ist da? Wusch! Der Energiefluss ist unterbrochen! Der wichtige Energiefluss nach Terra! Was ist das denn Gruseliges? Ja, das hat einen Namen, aber ich habe den gerade vergessen. Irgendwas mit Lami. Irgendwas mit Lami. Lamia, irgendwas. Seid ihr diejenigen, die Terra stören? Was ist das denn jetzt wieder für ein Vieh? Na, da steht's. Ich bin der... Wie heißt der? Lamantinaut. Da muss ich jetzt mal passen. Ich möchte wetten, das bedeutet irgendwas. Also Naut ist immer irgendwas mit Schiff oder Fahrt. Also Astronaut ist ja ein Sternfahrer. Also, Ja, schreibt mir in die Kommentare, falls irgendwer was weiß. Okay, dann nicht. Ich bin der Lamantinaut. Noch einmal. Setz die Spiegel wieder ein. Du kannst hier rumbrüllen, wie du lustig bist, aber die Spiegel geben wir nicht mehr aus der Hand. Wie ihr wollt. Dann werde ich sie mir eben zurückholen. Das ist ein harter Bossfight, wenn man nicht die Räuberseele hochgepusht hat. Wenn man was? Wenn man die Räuberseele nicht hochgepusht hat durch das ständige Stehlen, ist das hier ein richtig harter Bossfight. Oh scheiße, ich sehe gerade ein Problem auf uns zukommen. Das Vieh ist echt creepy. Da haben wir den Salat. Zidane hat Trance und Trance bedeutet leider, Räuberseele wird ersetzt durch seine Trance-Fähigkeiten. Normalerweise ist das richtig geil, nur jetzt in diesem komischen Hexenschloss weiß ich gar nicht, ob Trance gut ist.
Tja, gute Frage, das werden wir herausfinden. Hörst du mich eigentlich noch gut oder ist die Musik mal wieder viel zu laut? Ne, ich höre dich ein bisschen schlecht, aber so ein bisschen verstehe ich dich schon. Okay, Plan 9. Warten wir mal ab, was der bringt. Ja, super. Scheiße, jetzt muss Zidane möglichst schnell seine Trance loswerden, damit er wieder eine richtige Attacke machen kann. Oh je, das ist jetzt doof. Naja, er kann ja einfach klauen so lange, dann geht die Trance ja auch weg. Einrollen. Hart. Ja, ich glaube, jetzt darf man ihn nicht physisch angreifen, weil sonst haut er hart zurück. Fällt mir ein. Ich mach mal kurz eine Pause. So, ich habe nur gerade nachgeguckt, ob wir hier was Verpassbares klauen können. Aber müssen wir nicht. Es ist bestimmt ein super spannender Kampf, wenn man nichts machen darf. Juhu, die Trance ist weg. Wie oft kann man diesen Satz sagen? Ja, ich glaube, diesen Satz sagst du nicht so oft. So, wie schmeckt die Räuberseele? Stimmt, der Lilly hat ja jetzt kurze Haare. Oh ja, stimmt, sie hat sich die Haare abgeschnitten. Sie hat den Mulan-Move gemacht. Ja, den generell japanischen Klischee-Move. Jetzt, wie ich mir gerade vorstelle, wie einige Leute ausrasten, Mulan ist chinesisch! Ja, aber in Anime macht man das auch gerne mal. Ja, ich weiß. Aber das klang gerade so, als hättest du Mulan mit. Ja, nein, ich meinte jetzt nicht damit Mulan. Ich dachte gerade an Mononoke und so weiter. Ah ja, stimmt. Ashitaka schneidet sich ja auch den Zopf ab. Ja, und Yona. Bei Männern hat das aber, glaube ich, irgendwie mit dieser Samurai-Tradition zu tun. Die haben sich, glaube ich, den Zopf abgeschnitten, wenn sie irgendwie... irgend so ein Schande-Ding, you know. Klingelingeling-Schande. Ja, das kann sein. Also ich weiß, bei Last Samurai kriegt ja der Samurai von den Soldaten auch die Haare abgeschnitten. Und ist darüber total entsetzt. Also irgendwas hat das, irgendeine Bedeutung ja. hat das wohl auch. Ja, ich weiß, also das habe ich auch schon in Anime gesehen, dass die Leute dann irgendwie so voll entsetzt sind, so als wäre das so ganz furchtbar schlimm, wenn sie die Haare geschnitten bekommen, also so unfreiwillig. Das habe ich auch schon immer so ein bisschen gewundert, denn es tut ja nicht weh. Aber anscheinend ist das wirklich irgendwie so ein Schande-Ding. Naja, wobei die Szene in Last Samurai, die wird wohl auch ein bisschen wehgetan haben. Ja, aber ich kenne da auch andere Anime-Szenen, wo ich mir immer schon so ein, die mir immer schon so ein bisschen komisch vorkamen. So, ist jetzt bald mal Schluss? Der lebt ja immer noch, Alter! CSP. Ich könnte halt theoretisch auch mit den anderen angreifen, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie jetzt diese komische Umkehrmechanik genau funktioniert. Und Räuberseele ist eine gute Methode, also warum? Wenn er jetzt noch lebt, muss sie da einen Äther schlucken. Der lebt noch, das gibt's doch gar nicht. Oder ich glaube, nee, einen Äther. Noch muss er keinen schlucken, glaube ich. Nee, man kann sogar noch zweimal. Ja. Eine andere gute Methode, wenn man nicht die Räuberseele hochgepusht hat, ist mit Steiner und der Kraftklinge zu arbeiten. Die macht ja immer, die Kraftklinge macht ja immer den Schaden, also
Steiners maximale Lebenspunkte minus seine aktuellen ist der Schaden, den die Kraftklinge macht. Oh, interessant. Also wenn Steiner nur noch einen Lebenspunkt hat, dann macht er quasi seine ganzen Maximallebenspunkte als Schaden mit der Kraftklinge. So eine ähnliche Attacke hat Quina auch, da wäre es die Kürbisfalle, glaube ich. Ja, also gibt so ein paar Tricks. Und Freya hat auch irgendeine Attacke, die fixen Schaden macht. Ah, da ist es tot. Da war es tot. Das Drecksvieh. Es hatte viel zu viele Beine. Ja, das war furchtbar gruselig, das Ding. Einer ist alle, alle sind einer. Ihr könnt das Siegel nicht brechen. Was für ein Siegel wollen wir eigentlich brechen? Das haben wir auch noch nicht so genau geklärt. Wir wollen irgendwie nach Terra und da gibt es irgendein Siegel. Okay. Ja, das war der Boss. Wie einfach nie, keiner was sagt und die Musik einfach wieder anläuft. Ja, schon. Hat ein bisschen was von dieser Szene aus Star Wars in der Bar. Ne, Arm wird abgetrennt, eine dreht sich um, hört dann eben nicht, Musik geht weiter. So, muss ich beim ersten Mal wirklich den langen Weg zurückgehen? Ist ja scheußlich. Wie lange ist denn die Folge schon? 26 Minuten, ach komm. Das ziehen wir noch durch. Hört man eigentlich das Hundegebell? Hörst du das Hundegebell? Nö. Dann hört man es wohl nicht. Da ist noch eine Kiste. Ich würde eigentlich ganz gerne da dran, aber ich glaube. Also das ist nicht das eine Item, das ich unbedingt haben will. Und ich glaube, in allen anderen Kisten sind nur diese Starterwaffen. Wer die Stange hochklettert. Hey, alles in Ordnung? Da war auf einmal dieses Loch. Ich bin ganz schön erschrocken. Als wir kamen, ist nichts passiert, aber auf dem Weg nach draußen schnappt sie plötzlich zu. Schon eine merkwürdige Falle. Was machen wir uns hier eigentlich einen Kopf? Hauptsache, uns ist nichts passiert, oder nicht? Lass uns rausgehen. Draußen warten schon alle. Hast du eigentlich einen Brief? Willst du Soll ich das das nicht lesen? vorlesen? Ja, wenn du, normalerweise liest du die Mogris doch. Echt? In letzter Zeit bekomme ich überhaupt keine Briefe mehr. Kupo. Aber ich dachte, diese Standarddialoge lese ich nicht vor. Ach so, ich wusste gar nicht, dass es einer war. Egal. Jetzt ist die Treppe hier. Oder war die vor? Ja, genau. Jetzt können wir hier den kurzen Weg nehmen, um wieder hochzukommen. Derp. Aber das Entscheidende ist, wir können jetzt hier rein. Und hier geht's gleich zu einem für wahr spookigen Ort. Aber erst noch Kiste. Druidenstab. Oh Gott, das ist das heilige Schwert aus X. Wahrscheinlich. Es ist angekettet, passt doch. Ja, stimmt. Golems-Flöte erhalten. So. Wenn irgendeiner genau weiß, wie man dieses Rätsel löst, dann bitte in die Kommentare damit. Ich hampel hier meistens nur rum, bis irgendwas passiert.
Duft der Weisen erhalten. Duft der Weisen ist ein Accessoire für Garnet und hat eine interessante Eigenschaft. Da war es doch. Valkyrie. Wir brauchen es nicht lernen, weil wir benutzen die Bestia nicht. Aber dazu muss ich erklären. Es gibt die Bestia Odin. Die haben wir schon gesehen, als sie Clara platt gemacht hat. Ah ja, passend. Hm, wieso passend? Wegen Valkyrie. Ach so, ja, ja, genau. Und Odin, wir haben Odin noch nicht. Dafür muss man erst einen bestimmten Stein haben. Aber man kann Odin auch selber haben und beschwören. Und Odin hat die Eigenschaft, er kann... Normalerweise hat er eine gewisse Chance, den Gegner instant zu töten. Mhm. Wenn dieser Instant-Kill-Angriff scheitert, dann scheitert der ganze Angriff. Hat man Valkyrie angelegt, macht er stattdessen Schaden. Und ich finde, das macht Odin eigentlich erst wirklich spielbar. Na dann. Und außerdem hängt Odin noch zusammen mit der Anzahl der Jadesteine, die man im Inventar hat. Ich weiß nicht genau, es ist immer... Die Wahrscheinlichkeit zum Instant-Kill wird höher, wenn man mehr Jadesteine hat. Dafür wird der Schaden, den man dann beim Fehlschlag macht, geringer. Also Odin ist eine ganz lustige Bestie, aber wir benutzen sie nicht. Ich bin ein Fan von Bahamut. Und Bahamut wird bis zum Ende des Spiels wahrscheinlich unser bester Freund bleiben. Und ich habe Bahamut noch nicht mal gezeigt, aber das wird dann in der nächsten Folge irgendwann noch passieren. Aber... Wie gesagt, ich wüsste gerne, ob das, was ich gemacht habe, jetzt die perfekte Lösung war. Und dann, wie soll man darauf kommen, wüsste ich dann gerne. Und Zeug. Tut mir leid, Leute, hat ein bisschen gedauert. Dieses Wettrennen hast du gewonnen, mein Bester. Hä? Ist er denn nicht vor uns rausgekommen? Okay, krass. Er stand schon vor dieser einen Wand, als wir ankamen, und hat uns groß was von seinem Sieg erzählt. Ich weiß nicht, wie Steiner da steht. Ja. Der hat nur so einen Gesichtsausdruck, als wäre ihm das alles scheißegal. Guck dir mal Steiners Gesichtsausdruck an. Und dann sagt er sowas von, bis die Tage, und haut er irgendwo hin ab. Oder hat er es etwa gar nicht bis nach draußen geschafft? Seid so gut und wartet bitte hier. Ich gehe ihn mal schnell suchen. Alleine. Und er ist auch wirklich alleine. Wenn die Zufallskämpfe nicht abgeschaltet wären, wäre das jetzt wahrscheinlich der gefährlichste Abschnitt des ganzen Spiels. Oha, krass. Weil wir sind so unterlevelt, dass ein Gegner, der frühzeitig zuschlägt, uns direkt umhauen würde wahrscheinlich, weil sie dann alleine kämpft. Krass. Ist da wer? Sedan, warum bist du zurückgekommen? Maragon, was machst du hier? Das ist eigentlich mein Text. Ich sagte dir doch, sollten wir uns noch einmal treffen, dann als Gegner im Kampf. Oder bist du etwa gekommen, um mich zu verspotten, jetzt wo ich verwundet am Boden liege? Manchmal frage ich mich wirklich, wo du eigentlich diese kranken Ideen her hast. Ja, schon. Als ich draußen ankam, da meinten die anderen, du wärst noch nicht wieder rausgekommen. Da habe ich mir so halt meine Gedanken gemacht. Ich habe nichts mehr mit euch zu tun. Und was bringt es dir überhaupt, dich so für jemand anderen einzusetzen? Deine Denkweise erschließt sich mir beim besten Willen nicht. Den besten Willen habe ich nicht großartig gesehen bei ihm. Nee, nicht wirklich. Was redest vielleicht du? Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Nein. Was redest du da bloß wieder? Dass ich hier bin, ist doch wohl selbstverständlich.
selbst, verständlich. Du setzt also dein eigenes Leben aufs Spiel, nur um mich zu suchen? Wie du nun eigentlich die Dinge genau siehst, erschließt sich wiederum mir nicht. Aber bisher haben wir doch alle zusammengehalten und uns geholfen. Dafür sind Kameraden ja wohl schließlich da, oder nicht? Naja, wenigstens sehe ich in dir einen Kameraden. Und habe ich einmal einen Entschluss gefasst, ändere ich meine Grundsätze nicht einfach jedes Mal nur, weil die Umstände gerade nicht in den Kram passen. Okay, ich muss wieder Pause machen. So, da sind wir wieder. Mein Player fragt sich gerade, was das die ganze Zeit soll. So, ich glaube, ich lese die Textbox nochmal vor. Und habe ich einmal einen Entschluss gefasst, ändere ich meine Grundsätze nicht einfach jedes Mal, nur weil mir die Umstände gerade nicht in den Kram passen. Kamerad, das ist also Kameradschaftlichkeit. Ja, ich denke darauf. Freundschaft. Ich wollte schon sagen. Ja, ich denke, darauf läuft es hinaus. Aber über das Leben philosophieren können wir auch später noch. Wir sollten jetzt zusehen, dass wir aus diesem Hexenschloss rauskommen. Ja, das Schloss ist strange. Jetzt hat man wenigstens Mahagon im Team. Ob das die Kämpfe jetzt einfacher oder schwerer macht, sei mal dahingestellt. Ah, da sieht man sogar... Ich gehe nochmal zurück. Da sieht man jetzt sogar oben die Falltür, durch die Mahagon runtergeknallt ist. Ach so. Ich glaube, man kann sogar irgendwie triggern, dass hier noch mehr Falltüren aufgehen. Ja! Roms! Ah, so kommt man an die Kiste. Odeur erhalten. Oh, das ist auch ein wichtiges Item. Ist irgendwas für Echo. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es macht. Aber ich glaube, es beeinflusst auch irgendwie die Bestia Fenrir und macht dann eine andere Attacke oder sowas. Lese ich bis zum nächsten Mal nach. So, jetzt müssen wir aber langsam mal fertig werden. Wir sind schon bei fast 40 Minuten. Oh. Und das hier ist genau der Punkt, wo wir Schluss machen für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Ja, danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.